Meine Damen und Herren, zu meinem großen Video zu Tolkiens Karriere. In dieses Video ist unglaublich viel Herzblut geflossen, gerade auch, weil ihr so wahnsinnig gutes Feedback zu dem ersten Video dieser Reihe, nämlich zu Wie gut war Björksen, wirklich gegeben habt. Wir haben versucht... Kommen wir es auch noch ran? Aber wahrscheinlich nicht heute. Oder vielleicht doch heute. Ich habe ja bis 16:30 Zeit. ...ganz viele eure Anmerkungen umzusetzen. Das bedeutet, es gibt noch mehr Fotos, noch mehr Gameplay, noch mehr Stats, aber vor allem auch 7 Interviews mit ehemaligen Teammitgliedern von Tolkien. Junge, wie sieht denn Joe aus? Der hat sich gar nicht geändert. Donny hat keine Haare mehr, ist ja genau wie Johnny. Der Dude unten rechts für Kontext-Chat ist quasi der Typ, der mich basically ins Team geholt hat. Ich habe angefangen, League of Legends zu spielen in Großbritannien. Und er war quasi der Dude, der mich rekrutiert hat damals. Da habe ich auch eine Weile, ja, wenn wir hören. Daraus werdet ihr Ausschnitte in diesem Video sehen, also ganz viel Spaß. Wie bei vielen Spielern der damaligen Zeit begann Tolkiens Karriere nicht in einem Team in einer Liga, sondern in verschiedenen Cups mit wechselnden Lineups. Dadurch durfte er auch schon früh einige LAN spielen, hier beispielsweise League of Sharks zusammen mit Upset. Das Video ist übrigens fast 8 Jahre alt und untermauert meine These, dass Tolkien irgendwann in einen Jungbrunnen gefallen ist und deswegen gar nicht mehr altern kann. Sein erstes Liga-Team ist dann schon... Junge, das war einfach so ein Banger, ne? Dadurch durfte er auch schon früher einige LAN spielen. Hier im Beispiel. Ich bin ja wirklich nicht richtig gealtert, oder? Ich sehe schon relativ gleich aus. Also schon ein bisschen, aber. Leute, das war die allererste LAN, die ich hier gespielt habe. Und wir wurden so weggefickt. Ich habe damals wirklich mein Sparschwein geleert und bin nach Fredericia gedüst. Nach Norddänemark quasi. Und dann haben wir gegen 5 Dänen gespielt. Gegen Wunder, gegen Pinoy, gegen Sandkax, gegen. Ich habe den Jungler vergessen. Und wir wurden komplett gestompt. So 3-0, tschüss. Und Wanda hat Gangplank und Darius gespielt und hat mich komplett hops genommen. Und dann eine Woche später hat Wanda LEC gespielt in Adershof in Berlin und dann, also LTS damals, und dann bin ich dahin gefahren. Und das war für mich so richtiger Flash-Moment, weil ich habe quasi der Typ, der jetzt auf der Bühne steht und da ist, wo ich gerne hin würde, gegen den habe ich vor einer Woche selbst gespielt. Es war so richtig, es ist greifbar, es ist möglich, war eine tolle LAN für den Auftakt, auch wenn wir halt, ja, bis die Zweiter geworden sind und wir wurden halt 3-0 gestompt, aber wow, war trotzdem cool. Beispielsweise League of Sharks zusammen mit Upset. Das Video ist übrigens fast 8 Jahre alt und untermauert meine These, dass Tolkien irgendwann in einen Jungbrunnen gefallen ist und deswegen gar nicht mehr altern kann. Sein erstes Liga-Team ist dann Choke Gaming, damals noch unter dem Namen Gnick, also vor seinem Name-Change zu Tolkien, was sein Vorname andersherum ist und natürlich auch eine Anspielung an Tolkien, den Autor seiner liebsten Filmreihe. Wisst ihr, warum ich Namechange gemacht habe, Chat? Gnick ist ein Akronym. Nicht Gnick, sondern Gnick. Wichtig. Wichtiger Unterschied. Ich habe mich erst Nicklot genannt. Also eigentlich war mein Name, weil ich nicht kreativ bin. Aber dann hat mein Bruder gesagt, er kann meine Games nicht gucken, wenn da steht, dass Nicklot gestorben ist. Weil das, dann habe ich meinen Namen einfach umgedreht, wegen halt Tolkien, vorne rückwärts, bla bla bla. Und ich musste Gnick ändern, weil ich habe ja, wie gesagt, zuerst in Großbritannien gespielt, wie Johnny erzählt hat, bei Choke Gaming. Und da hat mich dann, die Riot Games und DESL hat mich gebeten, meinen Namen zu ändern. Die Engländer haben halt das G stumm ausgesprochen und dann hat Twitch halt böse Emotes gespammt. Wichtig und richtig, verrückte Zeiten, aber Bruder, Alter, what the fuck. Gaming ist es also ein Team in England und das hat basically 2 Gründe. Einerseits Jokerism. Das ist ein Spieler, den er in der Solo-Queue kennenlernt und der großen Anteil daran hat, dass Tolkien in diesem Lineup landet. Und zweitens, in England gibt es einfach mehr LANs und die LANs liegen absurderweise besser in den deutschen Ferien als in Deutschland. Für diese LANs musste Tolkien dann natürlich immer nach England reisen und Geld war im E-Sport damals noch brutale Mangelware. Entsprechend hat Tolkien dann bei seinen Mitspielern übernachtet, um die Zeit zwischen... Der Dude, Billy... Entsprechend hat Tolkien dann bei... No joke, Chat, er ist später Pokerstar geworden, by the way. Er hat E-Sports gespielt, war so ein Larifari-Jungler, irgendwann Support gewechselt und hat einfach Poker Turnier nach Turnier gewonnen in Großbritannien. Spielern übernachtet, um die Zeit zwischen 2 LANs zu überbrücken. Die haben allerdings doch alle bei ihren Eltern gewohnt. Das heißt, Tolkien hat bei den Eltern der Leuten gewohnt. Es waren wirklich wilde Zeiten. Also, ich habe in der Zeit... jeden einzelnen Flughafen in London mitgenommen. Ich habe auch an Flughäfen geschlafen. Für Tolkien und Co. in Ordnung. In den Playoffs scheiterte man allerdings früh an Exertus Esports. Trotzdem blieb er seinen Teamkamerad Jokerism sehr gut in Erinnerung. Was ist das für ein Game? Wo hat er das her? Nutri hieß der Pokerspieler. Wer ist mein Support? Ich kenne meinen Support nicht. Zoko? Habe ich noch nie gehört. Wer ist das? What the fuck? Nutri, Lucchesi, Jokerism, ja. Lucchesi, der Typ aus Kroatien, ja, ja. Nocturnal Plex, Special, der aktuell bei Spandau spielt. Ich habe damals gegen Special gespielt. Wer zum Fick ist mein Support? Wer ist mein Support, by the way? Und es war ja auch ein LAN. Guck mal, wir sind ja auf einer LAN gerade. Da unten, da bin ich in der Kamera. Junge, was hat Johnny für insane Sachen rausgekramt? He was like a super talented player. He was very passionate about the game. Like, he had a really good kind of mind for the game. Very intelligent guy.
And he's actually, yeah, he's probably one of my favorite teammates that I've ever played with. Zusammen mit eben diesen wechselte Tolkien dann zu Excel. Hier stieg man erstmal in die höchste englische Liga auf und konnte dort zweimal einen dritten Platz erlangen. Tolkien machte dabei vor allem auch durch seinen individuellen Glanzstoff auf Joe sich aufmerksam, wie beispielsweise dieser hier. He will be shut down on this one. The flash is coming. They do not want to let this kill get away, but it will do so. There's the Windwall. Orcs comes in with the shield, and that is going to be the knock-up coming on through. Tolkien survives. Dieses Play war gegen ein Team, wo Larsen, also der heutige LEC-Midlaner, gespielt hat und auch Smiley, der heutige ADC von Eintracht Spandau. 2017 wechselte Tolkien dann das erste Mal nach Deutschland zu AEQ und spielte hier zu... Junge, meine Haare, ich kann das nicht. Alter, die Worte von Joe ist low-key, ich wusste gar nicht, ob ich wollte nicht pausieren, weil irgendwie ich ein bisschen Gänse... Also mega, mega, mega nette Worte. Weil der Typ hat mich halt kennengelernt, noch ganz anderen Zeiten, noch mit Zahnspange und halt, also richtig pubertierendes Dreckskind, so basically. Und dann, dass er diese Worte übrig hatte und das ist wirklich Joe, also obviously kann er kein Deutsch, aber... Mit Don Hart zusammen, also zwei Spieler, die die deutsche Szene prägen soll. Eben jener freute sich sehr, mit Tolkien zu spielen, weil er ihn schon vorher auf den Radar hat. Ich erinnere mich noch daran, dass er übelst auf seinen Nah gezockt hat und ich war sehr positiv impressed. Das war, als ich noch gar keine Eindrücke hatte von Professional Play at all und halt einfach nur mit guten Spielern zusammen gespielt habe. Da ist mir schon aufgefallen, okay, der Typ kann zocken. Mit Nah blieb Tolkien Don Arts also in Erinnerung, eben jener Champion, den er Jahre später für NNO noch einmal mainen sollte. Und obwohl Tolkien lange Zeit oft als Tankspieler bezeichnet wurde, so auch von mir, waren es doch die Fighter-Champions, wie später auch Aatrox, Urgot und Gangplank, die ihn immer am meisten Spaß gemacht haben, wie er selber auch in seiner AEQ-Zeit berichtet. Also von was Champions angeht, was ich über die Jahre immer präferiert habe, waren Fighter-Champions, sowas wie Irelia, Jax, zuletzt auch Camilfio. Yo, look at me! Bei IQ versuchte man sich, oh mein Gott, mach weg, Tony! Zu qualifizieren, aber da war die Dachschräge, Chat, da war die Dachschräge. Oh mein Gott, dieses Video. Ah, mach weg! Bei IQ versuchte man sich für die neue Challenger Series zu qualifizieren, scheiterte hier allerdings 0-2 an Veni eSports. Wer ist Veni eSports? In der ESL-Meisterschaft holte man sich im Ligabetrieb einen fünften Platz und scheiterte in den Playoffs an Mysterious Monkeys mit 0-2. Trotz. Aber ich hab gesmurft. Ich hab komplett. Das ist der Callback-Kill. Dieses famosen Triple Kill. Oh, scheiße. Doch eine Triple. Oh, come on! Er bolzt einfach zwei Leute weg. Tolkien einfach mit dem Full-Tank-Bild, aber Titanic reicht da aus. Und AQ holt dann noch den Triple. Er hat mal den schönen Zack. Kammer ist riesig. Im Sommer wechselte das Line-Up, aber trotzdem verloren. Wir haben verloren, of course. Dann das wir haben verloren. Mit Leader zusammen seinen späteren Teamkameraden bei Mousebots. In der Liga lief was es... Was hast du da gerade gesagt? Im Sommer wechselte das Line-Up, aber Tolkien blieb. Spielte dann das erste Mal mit Leader zusammen, seinen späteren Teamkameraden bei Mousebots. In der Liga lief es allerdings noch einmal schlechter. Man schaffte nur den sechsten Platz und erreichte in der damaligen Zeit nicht mal für die Playoffs. Ich habe immer verloren. Ich habe immer verloren. Ich habe jede LAN verloren. Die ersten 50 LANs habe ich verloren. Die ersten 7 LANs. Ich habe immer verloren. Immer. Der Anfang war immer verloren. Mit Leader konnte er zur selben Zeit allerdings seine erste DreamHack gewinnen und als sein erstes positives Erlebnis bei einer LAN feiern. Weil davor hat er die ersten 7 LANs in Folge alle verloren. Übung macht ihn den Meister. Danach war ein Banger-LAN, by the way. Wir sind nach Schweden gejoinkt, nach Göteborg und dann ins Auto nach Jönköping oder Jönköping, wie es ausgesprochen wird. So Roadtrip mit den Boys. Wir hatten so eine richtig schlechte Jugendherberge in so einem Wald und da war einfach nur Wald. Und dann, das war Tolkien Toplane, Sharp Jungle, Leader Mitte, Toaster und Tivity und dann Peng, Lenovo LAN. Und Fun Fact, Chat, das Geld von der LAN habe ich immer noch nicht bekommen. Das Geld von der LAN wurde mir immer noch nicht bezahlt. Lenovo fickt euch. No joke, ich will das Geld haben. Irgendwie waren 600 Euro, glaube ich. Danach folgte der Wechsel zu SPG. Und das war auf dem Papier das stärkste Lineup, in dem Tolkien jemals gespielt hatte. Mit dabei waren auch Lurox und Konjo. Mit beiden sollte er später noch einmal erfolgreich im Team spielen. In der ESL-Meisterschaft holte man sich 14 Siege zu 4 Niederlagen, war damit auf den zweiten Platz und fuhr zum ESL-Meisterschaftsfinale nach Stuttgart. Das Finale in Stuttgart hat gleich mehrere legendäre Szenen, denn dem Team fehlte so ein bisschen das Vertrauen in die Draftfähigkeiten des eigenen Coaches. Deswegen lief Tolkien hinter den Spielern auf und ab und machte den Draft. Aber nicht nur das, nein, er brockte sich 4 Maokai Games ein, teilweise als Blind Pick, aber sehr zur Freude von seinem Jungler Lurox. Also für mich war es ganz angenehm, weil ich wusste, dass er sich... Ja, unser Coach war so useless! ...darum kümmern wird, einen guten Draft zu haben. Und dann am Ende auch Maokai picken wird. Damit wir einen wirklich guten Draft haben. Deswegen... Ja, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er sehr viel... ...investiert, um zu gewinnen. Und dann auch bereit ist, den extra Shit zu gehen am Ende. Das Finale gewann man... Ey, liebe Lurox.
Ja, der Maokai, aber er hat nicht gesagt, ich habe das Game, ich habe das letzte Game geintet, mein TP gecancelt. Der Play wird mir immer in Erinnerung bleiben. Wisst ihr, es waren quasi meine ersten Games in Deutschland, also so ziemlich. Ab dann so alle Caster, so für alle Zeiten, Tolkien spielt Maokai. Und dann irgendwann, ich glaube, Johnny Maxima haben als erstes adapted, als ich dann so angefangen habe, Artbox und so ein Scheiß zu spielen. Und dann so Ice und Mori immer noch für so 2 Jahre, er spielt Maokai, Bruder. Nicht nur das, nein, er brockte sich. Einen guten Draft, weil er gemerkt, dass er sehr viel investiert, um zu gewinnen. Und dann auch bereit ist, den extra Schritt zu gehen am Ende. Das Finale gewann man dann auch dank eines absolut legendären Nash Skills. Lurox mit der Flagge. Look at Lurox. Er wird den Sieg so wagen. Gegen ein 2000er Kalistas Midas. Okay. Oh mein Gott, Tolkien gewann da. Mann, auch die Caster damals, so geil, honestly. Junge, wie Sona da rumgeschrien und so, insane. Und da hat Lurox, das war auch der Play von Lurox, ging auf Reddit komplett steil, so für damalige Verhältnisse wie 8000 Upvotes, weil er hat Smite mit der Flagge outsmited, er hat Cho'Gath Fies mit der Flagge outsmited und er hat Kalista Rent ungenervt in 2017 mit der Flagge outsmited. Junge, die Flagge. Die Flagge, die das Finale gewinnen sollte. Gegen ein 2000er Kalista smited. Okay. Tolkien gewann dadurch seinen ersten deutschen Meistertitel und konnte. Und damals waren die Augenringe auch schon am Start, sage ich. Das ist nicht passiert! Tolkien gewann dadurch seinen ersten deutschen Meistertitel und konnte sich einen Lebenstraum erfüllen, nämlich Vollzeitprofi werden. Ja, richtig gehört. Auch während seiner ersten Meisterschaft hat Tolkien immer noch nebenbei gearbeitet und das hat Lurox ganz besonders beeindruckt. Also, er war jeden Tag, er hat gearbeitet, ist dann ins Scrims gekommen, hat noch ein bisschen Solo-Queue gespielt, musste dann relativ früh wieder schlafen gehen, weil er arbeiten musste am nächsten Tag. Das finde ich vor allem rückblickend, finde ich das sehr beeindruckend, dass er das so durchgezogen hat. Seinen ersten Vollzeitvertrag bekam Tolkien dann bei ESG. Das war eines der ersten Teams mit einem Gaming-Haus und dadurch für Tolkien die Möglichkeit, sich das erste Mal nur auf League of Legends zu konzentrieren. Also fast nur, weil bei ESG wurde damals schon Content großgeschrieben. Mach nicht! Mach doch nicht den! Sag mal, was machst du denn hier? Ich bin ja schon seit Jahren hier. Ja, Digga, wir brauchen jetzt einen Toplaner. Bin ich dabei? Die schauspielerischen Qualitäten waren vielleicht noch ausbaufähig, aber in-game dominierte dieses Line-Up ganz Deutschland. Ja, super! Danke, Johnny! Du hast ja wirklich sehr tief nachgegraben, ne? Oh mein Gott! Da gab's noch so einen Clip, wo Konyo Salzatan getanzt hat. Alter! Oh mein Gott! Aber ich muss sagen, es ist ein geiler Auf und Ab des Videos bisher. Das Video ist fucking geil gemacht. Weil ich wollte gerade erst drüber reden, so. Also, es war halt. Lurox war auch so ein bisschen emotional gerade dabei, weil das war auch die anstrengendste Zeit meines Lebens mit halt. Ich musste um 6 Uhr aufstehen, jobben gehen und dann scrimmen bis 10 Uhr nachts und so. War fucking anstrengend, bis ich halt Vollzeit-E-Sport gespielt. Aber dann kommt so ein Joke rein und wisst ihr was? Weil es so schön war, nochmal. Auch mal abliefern, Tolkien. Auch mal nicht mehr peinlich sein. Komm, das Ding ist das mittlerweile 7 Jahre her. Kann man auch mal zu stehen. Ich bin schon seit Jahren hier. Ja, Digga, wir brauchen jetzt einen Toplaner. Bin ich dabei? Ja, er ist dabei, Chat. Der ist der Toplaner. Er ist dabei. Die schauspielerischen Qualitäten waren vielleicht noch ausbaufähig. Bisschen ausbaufähig. In-game dominierte dieses Line-Up ganz Deutschland. 17:1 gewann man den regulären Split und auch in den Playoffs verlor man nur ein einziges Game. Das gegen das neu erschaffene Big, wo Arguin gespielt hat. Tolkien hatte an diesen Erfolg. Arguin auch so eine Legende, ne? Das war die legendäre Series, wo er gegen uns seinen Olaf eingeloggt hat und er ist mit Olaf einfach unter den Turm gerannt, hat 50 Turret-Shots getankt und hat dann Frenic of Sejuani den Arsch vermöbelt. Und das Finale war gegen Freddy bei SPG. Das war das Lineup mit Warden, Freddy, Quicktimer und so. Game, das gegen das neu erschaffene Big, wo Arguin gespielt hat. Tolkien hatte an diesem Erfolg durchaus großen Anteil, weil er damals schon unfassbar konstant war. Tolkien war immer eine Bank. Also um den Kerl musste ich mir nie Sorgen machen. Da gab es dann eher so Prioritäten, dass ich geschaut habe, dass die Midlane und die Botlane nicht angegriffen werden, weil er sich nicht wirklich hat ganken lassen, immer seine Lane stabil runtergespielt hat und so Teammates sind Gold wert. Die Erwartungen vor den EU Masters waren dementsprechend groß, aber in der Gruppenphase war schon Endstation und das lag auch daran, dass man gegen Origin antreten musste. Deren unfassbar. Wir wurden bei dem Origin, wir wurden so gestompt, es war auch lustig, es war das mit Froggen, Forgiven und Toplane war der Koreaner, Insek, war das nicht Insek? Spares nee, Lineup damals. Expect, Insect, Broken, Unforgiven und Jessis. Holy shit. Aber auch gegen Excel und Clicktech musste man sich teilweise deutlich geschlagen geben. Die deutsche Szene war im europäischen Vergleich nicht besonders stark.
Trotz dieser totalen Dominanz in Deutschland zog Tolkien danach weiter und stellte sich als neuer Top-Laner von Atrock vor. Ja, mein Name ist Viktor Stüber, mein Ingame-Name ist Tolkien. Hallo! Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Berlin und spiele Top-Lane für Atrock Gaming. In diesem Line-Up traf er dann auch wieder auf Lurox und die Erwartungen waren groß. Er übernahm hier von ist einfach so, das ist auch wieder fast ein Jahrzehnt her. Top-Lane hat sich bei Top-Lane irgendwas geändert so? So, das ist der AD Carry und Support. Hier ist Mitte Jungle und da bin ich. Bing Chilling, sage ich. Good shit. Good times. Ja, es ist einfach same shit. In diesem Lineup traf er dann auch wieder auf Lurox und die Erwartungen waren groß. Er übernahm hier von Anfang an eine In-Game, aber auch Out-of-Game-Leader-Rolle. Jedes Mal, wenn es irgendeine Differenz gab zwischen den Spielern und der Ork zum Beispiel, war es dann eigentlich immer Tolkien, der es angesprochen hat. Ja, er war so etwas der Klassensprecher, ich meine Klassensprecher, Teamleader von uns. Er war so der, der usually gesagt hat, wenn etwas stört. Zu dieser Zeit entstand in Deutschland... Also, ne, da stand auch ein Ruf in der Szene über mich, bei zwei Teammanagern vor allem, dass ich eine kleine Diva bin. Und ich glaube, das war auch true. Bei Atok, es gab das Konzept, das sie damals probieren wollten, duales Gaming. Also, du musstest quasi tagsüber in deren Firma arbeiten und dann abends zocken und scrimmen. Und ich habe mich dagegen komplett gewehrt. So, ich hatte, also Bruder. Und ich war dann auf jeden Fall so zum Großteil, das Sprachrohr fürs Team. Und es war auch so, das war so ein politisches Projekt bei Atok, der mal permanent irgendwelche Bürgermeister aus Gera durch ihre Facility gezeigt. Und du hast dich wirklich gefühlt wie so ein Ausstellungsstück. Weil es gab so einen Gaming-Raum und du wurdest jeden Tag besichtigt. Es kamen jeden Tag irgendwelche Politiker und Leute rein und du wurdest so ausgestellt. Das ist ab und zu auch wichtig, E-Sports gesehen werden, politischer Anerkennung, bla bla bla. Aber jeden Tag während Scrims kamen basic Leute rein. Und da habe ich mich drüber rational beschwert und halt mit denen geredet. Und dann irgendwann haben sie auch das duale Gaming-Konzept abgeschafft, dass wir es nicht machen müssen, also nicht zocken und arbeiten zeitgleich, basically. Wir haben eh nicht gearbeitet, wir haben einfach währenddessen am Monitor irgendwelche Serien geguckt, wir haben nie gearbeitet. Aber ja, es war eine wilde Zeit. Es war die Anfangszeit des E-Sports, es war halt noch was anderes. Es stand eine ganz wilde Turnierlandschaft. Wir hatten die ESL-Meisterschaft im Ligabetrieb, die Summoners Innenliga ebenfalls im Ligabetrieb und dann die Premier Tour, die ein Cup-System hatte. Die meisten Teams legten dabei den Fokus ganz klar auf die Premier Tour, weil hier gab es richtig geile Offline-Events und auch die Möglichkeit, sich für die EU Masters zu qualifizieren. Umso bitterer, dass Atok ausgerechnet bei der Premier Tour immer wieder schwächelte. Es gab ganz oft das Aus- und Viertelfinale und deswegen konnte man nicht zu den EU Masters fahren. In der ESL-Meisterschaft lief es dagegen im regulären Split absolut traumhaft. 15 Siege, nur eine Niederlage, aber in den Playoffs musste man sich ESG geschlagen geben mit der Rentnertruppe. Gegen genau jenen Helden, mit denen Tolkien Jahre später bei NNO Geschichte schreiben sollte. In der Summoners Indie konnte man sich in der Liga Platz 2, in den Playoffs Platz 3, aber insgesamt konnte dieses Lineup nicht die hohen Erwartungen erfüllen, es löste sich auf und Tolkien zog weiter. Und zwar zu keinem anderen Team als Mouseboards. Und genau hier sollte er sich zum Gesicht der Ork entwickeln und zu einem der prägendsten Spieler der deutschen Szene. Nun folgten einige Events untereinander, die auch meinen Blick auf Tolkien für immer prägen sollten. Denn ganz viele hatten immer noch die Bilder aus Stuttgart im Blick. Tolkien, der Stratege, der Teamdienliche, der sich im Dienste der Mannschaft stellt und Tanks pickt. Aber das sollte sich nun ändern. Denn schon in Bern zeigte Tolkien ein anderes Gesicht. Auf Jax, seinen OTP aus Season 3, holte er mit einem wunderschönen Backdoor den einzigen Win gegen dieses Team. Und das ist halt einfach Jax. Der allererste Backdoor-Chat. Der allererste Backdoor. Aber der Stun kommt durch. Man geht einfach auf den Nexus, nochmal den Knock-Up. Er ist gleich im GA. Und oh, der ist durch Das ist der Oh Tag. Und Maus gleicht aus. In Bern zeigte Tolkien auch das erste Mal. Das war auch so abfuck, ne? Weil die Arena, die musste geleert werden. Es waren quasi Halbfinale, Halbfinale, Finale oder Game und Platz 3 waren am gleichen Tag. Und dann hatten wir irgendwie 9 Games an einem Tag und dann musste die Arena um 10 geleert werden. Alle Zuschauer mussten raus oder dann durften noch Teammitglieder da bleiben. Dann war die ganze Bühne leer. Und ich weiß noch, das Game war halt 50 Minuten lang. Ja, 45 und alle haben sich darüber beschwert, weil dann ging es quasi 3 Games lang. Big hat 1-0 geführt und Game 3 haben wir dann verloren. Aber das Game war ein Banger und war der allererste Backdoor. Das war das Fundament für die zukünftigen Backdoors. Good shit. Nochmal den Knock-Up, er ist gleich im GA. Selbst damals war Epic Kaiser Survival Riot Games. Fix euer scheiß Game. Oh, das ist der Tag. Und Maus gleicht aus. In Bern zeigte Tolkien auch das erste Mal seinen Aatrox und das lief
ehrlicherweise gar nicht gut. Niemand, also wirklich niemand hätte sich damals vorstellen können, dass ausgerechnet dieser Champion mal sein Signature-Pick sein sollte. Hier genau zeigte sich allerdings der Charakter von Tolkien. Durch die schwachen Leistungen war er angespornt, ganz besonders viel Zeit reinzustecken. Er spammte Aatrox in der Solo-Queue und in Scrims und das machte sich bezahlt. Denn in Wien, wenige Monate später und mit Konjo statt Cetron im Team, zeigte Tolkien eine überragende Performance auf Aatrox gegen SK. Ähnlich beeindruckend war allerdings auch seine Split-Push-Kamel und deswegen ist Tolkien bis heute für mich der MVP dieses Events. Tolkien gegen 2, Ultranic, Scarface kein Mana mehr, Flash raus, Tolkien hier, der macht da einfach mal zwei Leute nass. Zack, Double Kill für ihn jetzt. Ein bisschen Zeit kann er noch rausholen, Scarface. Ja, was bringt ihm das? Das ging ja oh, das ist LeBlanc ist auch. Aber das war ja nicht die einzige. Junge, also diese LAN, wir haben halt, da haben wir ESG, das war das allererste Mal, dass ESG geschlagen wurde. Das legendäre LAN mit Panda, Ventea, Freddy, Wolki und Argurin. Die haben im Halbfinale 2-1 besiegt mit Urgot. Habe ich da hauptsächlich gespielt. Und dann Finale gegen SK waren 3-0 Stomp. Und das erste Game war Camille, dann Sion, dann Aatrox. In den drei Games. Und auch Johnny hat sich das Replay gezeigt von Zahl, obwohl es auch ein Banger war. Der Mitte-Double Kill war geil. Aber anyway, das war für mich immer so, eines der tollsten Momente war Aatrox im Vergleich von Bean zu Bern. Von Bern zu Wien. Habe ich gerade das legit, ist ja geil. Von Bern zu Wien. Weil ich war halt wirklich ein Meme. Ich weiß noch, der Coach von, wie hieß er? Danusch. Wie heißt Danusch mit richtigem Namen? Panda, du bist doch im Chat. Wie hieß Danusch nochmal richtig? Danusch mit Playername? Danusch? Chat? Danusch? Avendir, danke dir, Panda. Avendir und auch viele andere haben mich gemimt, weil ich so kacke auf Aatrox war. Und ich war halt nie ein talentierter Spieler. Ich war immer eigentlich scheiße mechanisch. So jemand auf Viventer war richtig, richtig schnell sehr gut auf Akali, als sie gerade frisch gereworked wurde. Und ich, bei Aatrox war es genau das gleiche. Ich war kein guter Aatrox. Dann habe ich halt ein halbes Jahr den Champion gespammt. Und dann ist er mein Single Champion geworden. Weil ich immer halt mir wirklich Mühe gegeben habe, das, was ich spielen kann, oder diese Art Champion zu perfektionieren. Aber ich war nie Talent. Ich war immer schlecht eigentlich, instant, also am Anfang zumindest. Braucht immer eine Menge Games, um gut zu werden, basically. Aber das war ja nicht die einzige deutsche Liga. Nein, in der Sin League konnte man sich mit 10 Siegen zu keiner Niederlage durchsetzen und bezwang endlich auch mal ESG mit 3-2 in den Playoffs. In der ESL-Meisterschaft konnte man sich einen dritten Platz und verlor in den Playoffs gegen ESG. Nein, Oldenburg es gab diese Duelle wirklich ganz, ganz oft. Es waren verrückte Zeiten. Im nächsten Split. Das war auch der einzige Reverse-Sweep meiner Karriere gegen ESG. Also ESG hat es erstmal gegen uns verloren in Wien, also das Blind Panda und so, dann erstmal gegen uns in Wien verloren. Dann haben wir die Sin-Liga gegen sie gewonnen, was keine ernst genommene Liga war, das war mehr so eine Joke-Liga, netterweise die Scrim-League genannt. Aber da haben wir sie Reverse-Sweep-Finale, waren wir 0-2 hinten und dann 3-2 gewonnen. Da hat auch Freddy Kassadin gespielt gegen meine Fiora und wir haben gelaneswappt und so, war eine ganz wilde Zeit. Und dann hat ESG wieder besiegt in Oldenburg, genau. Da haben wir dann wieder 2-1 gegen sie verloren bei der ESL-Meisterschaft. Also wir haben so ein bisschen ESGs Dominanz eingekratzt und haben sie am Ende wieder einen Win geholt. War eine sehr coole Rivalität, vor allem zwischen Maus und ESG damals, weil wir uns auch so viel begegnet sind. Es gab halt Premier Tour, Summoners in Liga und ESL-Meisterschaft und noch EU Masters. Also du bist dir wirklich viel begegnet, wenn du viel gewonnen hast. Deswegen war es immer eine geile Rivalität damals. ESG, es gab diese Duelle wirklich ganz, ganz oft. Es waren verrückte Zeiten. Im nächsten Split im Jahr 2019 blieb dieses Lineup zusammen. Das war eine Premiere für Tolkien. Die ESL-Meisterschaft konnte man zwar gewinnen, aber es haperte wieder bei der Premier Tour. Beim Premier Tour Stop in Bonn zeigte Maus eine erschreckend schwache Leistung. Und so konnten SK und Big die wichtigen Punkte sammeln und zu den EU Masters fahren. Weiß ich, was das für Play war, hä? Deshalb reagieren und holte Shadow ins Team. Der sollte später für Mad Lions sogar zu den Worlds fahren. Im Sommer lief es dann genau andersherum. In der ESL-Meisterschaft holte man sich zwar nur einen vierten Platz, aber man gewann ganz, ganz wichtig beim Premier-Tour-Finale gegen Big mit 3-2. Und hier zeigten sich die Klatschqualitäten von Tolkien. Ausgerechnet im fünften Spiel, im alles Entscheidenden, machte er diesen wunderschönen Double-Kill. Dadurch Tolkien würde ich sagen, er hat keinen Flash, schön mit dem E da ihn in den Katus reingebürgt. Oh, Donnerstag, Muster flashen! Tolkien in der Ultimate noch, kann aber Donnerstag nicht nochmal mit. Oh mein Gott, Wolf, wie zu! Auch bei den EU Masters lief erstmal alles nach Plan. In der Gruppenphase gewann man ungeschlagen auch gegen Rogue und in der ersten Playoffs-Runde konnte man gegen Excel gewinnen. Die Academy-LEC-Teams wurden eins nach den anderen abgefrühstückt. Ein Tolkien. Ah, der Aatrox-Set, der Aatrox. Bam! Oh, oh mein Gott! Er outplayed ihn! Er ist einfach ein Tier!
Im Halbfinale lauerte allerdings Vic auf die große Revanche und konnten diese auch vollziehen. Oh, war das scheiße. 3:0 gegen Maus sicherte ihnen den Finaleinzug und sie gewannen auch die EU Masters. Oh, einen besonderen Shoutout verdient im Jahre 2019 wirklich die überragende Aatrox-Performance von Tolkien. 75% Winrate, etliche Bans und eine unfassbare 7,6er KDA. Alter, generell entwickelte Tolkien in diesem Jahr einen ganz besonderen Champion. Er wollte in der Lage sein, immer AD-Toplaner zu spielen und diese im Best Case sogar blindpicken zu können. Das hatte den Hintergrund, dass sein ADC Concho ganz besonders gerne Mages auf der Botlane spielte und das half Tolkien sehr, denn auch Jessler und Brücke in seinen späteren Teams hatten denselben Spielstil. No joke ist der einzige Grund, warum ich für Urgot und Aatrox bekannt geworden bin, weil ich die spielen musste. Ich hatte keine Wahl, weil meine AD Carries wollten keine AD Carries spielen. Ich hatte fucking Konju mit seinem Swain, Jessler mit seinem Six und Brücke ja auch mit Xerath-Six und so. Ich musste quasi AD picken die ganze Zeit. Aber es hat ja auch funktioniert, es war nicht bad. Es war eine klasse Qualität zu haben, vor allem von Konju. Also Konju auf Syndra und auf Swain vor allem. Sein Swain hatte 100% Winrate, 5-0, und der war jede Runde gegen uns gebannt. Wir haben damals ja die legendären G2-Scrims gehabt und die haben auch gegen uns permanent diesen Charakter bannen müssen. Das war auch einfach so eine legendäre Zeit, weil Konju auf Swain, der war nicht aufzuhalten. Und da war so Aatrox picken kein wirkliches Opfer, weil, also Bruder, Aatrox war ja auch nicht gerade als schlechter Champion bekannt. Und Konju auf dem Swain war halt Konju auf dem Swain. Warte, kann ich kurz doch die Datei raussuchen? Ich will das jetzt finden. Die Erinnerungsdatei. Erinnerung, da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Hier, der G2 Scrim 2019 war das. Der G2 Scrim 2019, wo die mussten permanent gegen Konju den Swain bannen. Den Swain, sonst war lost. Konju auf der auf dem Swain war unwinnable. War das Game? Wir haben so Swain, Silas und so gebannt. Das war so ein Standard-Draft von uns damals, 2019, weil quasi so die Knock-Ups und die Combo mit AP Botlane, es war halt unglaublich stark, auch noch mit der Yumi-Scheiß-Zeit, wo so Perks, Yumi und fucking Garen und so gepickt hat. Wir haben Game 3 sogar gewonnen, da hat vor allem Kaiser gesmurft mit seinem fucking Pike, der war so gut auf dem Champion. Aber auch der Gangplank hat Wanda 06 aus Lane geschickt, sage ich. Gangplank, Top-Diff. Ja, war eine geile Zeit, aber halt jede Runde war ein Mage-Botlane. Dadurch hat sich auch so ein bisschen die Storyline ergeben, dass ich halt so Aatrox spiele und alles mögliche, weil halt es in der Draft einfach Sinn ergeben hat. Tolkien sehr, denn auch Jessler und Brücke in seinen späteren Teams hatten denselben Spielstil. Für Mausports waren die Ergebnisse im Jahre 2019 nicht genug und dementsprechend wurde 2020 das wohl krasseste Superteam in der deutschen Geschichte gebaut. Tolkien, Obsess, Leader, Jessler und Promiscue, der MSI-Gewinner, das war in Lineup. MSI-MVP, sage ich. Der Favorit. Als Team waren sie vor allem auch als Scrim-Götter bekannt. Sie waren so gut in Scrims, dass sie sogar gegen das legendäre G2-Lineup spielen durften und gewonnen haben. Weißt du, wir hatten gegen G2, das war damals noch der Perks, Jankos, Caps, Mickey Roster, hatten wir, glaube ich, 3 Games und da haben wir, oder war es 2 Games? 2 oder 3 Games. Und wir haben das 2. und 3. Game gewonnen. Also es müssen 3 Games gewinnen. Warte, Obsess, ich habe die Fakten, mein Freund. So, warte, der G2-Scrim 2019 war ja nicht mit Obsess und Promiscue. 2020 haben wir viel öfter gegen G2 gescrimmt, weil wir Promiscue hatten, der kannte die basically. Und Amina, ich hab die Fakten noch vorliegen, sage ich. Junge, Victory geholt mit dem Urgott. Mit Urgott, Nocturne. Das ist doch wieder so. Auch warum spielt auch Jessler nur Mages Botlane? Was soll das? Like, what the fuck is this? Und Game 2 haben wir verloren. Ich kann mich an Game 2 nicht erinnern. Game 1 kann ich noch gut. Game 3 Renekton? Was für ein Game 3 Renekton? Haben wir auch verloren. Scheiße. Das passt jetzt nicht gut in meine Storyline rein. Ja, aber es war halt auch so, das war das allererste Mal, dass es so eine Möglichkeit gab, quasi öfter gegen gutes Teams zu scrimmen, weil Promiscue halt viele Türen geöffnet hat einfach. Auch Leader und Promiscue und auch Obsessed sind halt unglaublich gut connected gewesen in der Szene. Weshalb wir halt das öfter gegen diverse LEC-Teams gescrimmt haben, unter anderem halt G2, Fnatic und generell auch gegen Lower-Tier-LEC-Teams. Deswegen war für mich irgendwie so, das war so der Moment mit dem Lineup vor allem, weil 2019 war das erste Mal, aber 2020 mit Promiscue vor allem, gab es halt noch mehr Chancen, dass du nach den Sternen greifen konntest, basically, und LEC immer greifbarer wurde. Game 3 Top-Diff? War Game 3 Top-Diff? Ich habe nicht auf die Stats geguckt. Was war Game 3? Wanda 13 Kills? Scheiße. Ja, ich habe wahrscheinlich gegrieft. Well played an Wanda. Wir haben 2 und 3 gegen gewonnen. Im ersten Prime League Split musste man sich im Finale allerdings Schalke geschlagen geben, und zwar 0:3. Das reichte allerdings natürlich trotzdem zu der EU Masters Qualifikation. Hier zeigte man zwar eine solide Performance in der Gruppenphase, flog dann allerdings gegen Rogue raus, was durchaus bitter war. Im Sommer war es dann allerdings soweit. Vor allem in den Playoffs zeigte sich Mausbots überragend und schlug Schalke im Finale 3:0. Insbesondere der Urgott von Tolkien war in dieser Zeit eine absolute Maschine. Er hat ihn 13 Mal gepickt, 10 Mal gewonnen, und ihr müsst daran denken, dass das ganz oft Blind Picks waren. Er war für mich der MVP der Playoffs, der CEO der Playoffs oder, wie es Maxim so schön sagt,
Ja, toll, King. Der muss hier raus. Das Reh gerade noch die Situation. Gänsehaut, Mann. Und Tolkien, der frisst ihn. Und der frisst ihn noch für den Vier. Es ist der Tolkien, Mann. Der macht das so gut. Und auch bei den EU Masters lief erstmal alles nach Plan. Sie hatten zwar eine starke Gruppe bekommen, dominierten diese allerdings mit 5 Wins zu einer Niederlage. In der ersten Playoff-Runde ging es allerdings direkt gegen den Finalisten aus dem letzten Jahr, nämlich gegen Kick, aber auch hier gewann Mousebot 2-1. Danach scheiterte Mousebot allerdings wieder gegen Rogue und die gewannen wieder die EU Masters. Obwohl dieses Wir waren so mental-locked gegen Rogue. Es ist also, irgendwie, da erinnere ich mich auch gern zurück, aber irgendwie an die Misserfolge erinnere ich mich viel, viel besser. Und da habe ich auch damals schon so gespürt, dass die Gender besser als ich. Wir haben beide Male sogar den Champion von Polen gestompt, von der Ultraliga, das war damals, glaube ich, Kick. Und Rogue war das zweitbeste Team, beziehungsweise in der Liga zweitbeste oder im Summer Spring war vielleicht andersrum, weiß ich nicht mehr. Aber wir haben immer gegen Rogue verloren. Ich habe auch richtig gespürt, dass Segenda besser als ich ist. Segenda war der deutlich bessere Topliner. Objektiv gesehen, of course. Und das war irgendwie eine coole Zeit, aber auch so bitter, weil ehrlich gesagt mit dem Lineup, dass wir nicht EU Masters gewonnen haben, ich weiß noch, wie sauer obsessed darüber war im Sinne von. Und auch Promise Q. Wir waren auch als sehr ambitionierte Spieler insgesamt, aber wir haben irgendwie. Wir waren vielleicht so ein bisschen Bilibili Gaming gegen JDG, bloß halt Maus gegen Rogue. Gegen Rogue konnten wir nicht gewinnen. Gegen alle anderen war es machbar oder sogar easy. Gegen Rogue war es unwinnable. War wirklich einfach lost. Tolkien GG. Nach der Series war ich so sauer. Was? Ich war so sauer. Ja, ich weiß, ob es das. Ich weiß. Es war sehr rough gegen Rogue immer. War einfach, ja, irgendwie. Wenn das geklappt hätte, LEC, EU Masters gewinnen. Halt auch scheiße, dass alles während der Pandemie war und nichts davon online, offline stattgefunden hat. Alles ein bisschen kacke 2020. Einige der Änderungen von 2020 sind deswegen getrübt, wegen halt, obviously, weniger Events und so. Finale 3-0. Insbesondere der Urgott, der MVP der Playoff. Und by the way, Liebe an Johnny für das hier, weil Johnny hat damals der Prime League geleitet und ihr könnt es euch nicht vorstellen, so, es ist, glaube ich, für viele Leute nicht nachvollziehbar, wie wichtig Caster sind im Sinne von, was die Leute und auch Teams über dich denken. So wie Caster können sehr krass beeinflussen, wie du wahrgenommen wirst von der Public und etc. Da gab es so ein legendäres Game, wo ich 10 Kills auf Vladimir hatte und Lina hat Jon gespielt, alle haben nur über Jon geredet, obwohl irgendwie so 5-5 stand. Und Johnny hat dann mit CEO of Playoffs quasi auch eine Storyline erschaffen, dass Leute mich als gut wahrgenommen haben, also Zuschauer wie auch Teams, was dir extrem hilft, Teams zu finden etc. Und auch LEC-Aufstiege teilweise halt leichter macht, je nachdem, wie du in der Szene halt wahrgenommen wirst. Und da bin ich auch Johnny extrem dankbar für, weil es war halt auch true. Mein Urgott war insane, mein Mordekaiser auch in der Zeit. Und er hat dann damit komplett durchgezogen, weil obviously in so einem Lineup, wo du so ein Spieler hast wie Lida, der halt obviously durch den Champion Pool und sowas viele Augen auf sich zieht, auch mit Promise Q und Jester und Obsessed, die alle EU Masters gewonnen haben und teilweise LEC gespielt haben etc., war ich ja quasi der eine verweilende deutsche Spieler und der Rest war so die Stars. Und dann wurde ich zum Star und auch in der Wahrnehmung Leute halt, vor allem dank Johnny, da bin ich immer wirklich mega dankbar für nach wie vor. EO der Playoffs oder wie es Maxim so schön sagt. Aber das habe ich schon gehört gerade. Das war allerdings direkt gegen den Finalisten aus dem letzten Jahr, nämlich gegen Kick. Aber auch hier gewann Mousebot 2-1. Danach scheiterte Mousebot allerdings wieder gegen Rogue und die gewannen wieder die EU Masters. Obwohl dieses Maus-Lineup also in ganz Europa gefürchtet war, reichte es wieder nicht für den ersehnten EU Masters. Ja, wegen Rogue. Das lag auch daran, dass die Meta sich kurz vor diesem Turnier hin zu Control Mages shiftete und Maus einfach nicht schnell genug adaptieren konnte. Spring war actually free bei EU Masters, Summer Split mit Control Mages. Ihr habt es gerade gesehen, der Cassiopeia gegen Sylas Mitte. Lila war nicht so strong in der Series und generell waren wir gegen Rogue einfach nicht gut. Wir waren gegen Rogue einfach nie gut. Hin zu Control Mages shiftete und Maus einfach nicht schnell genug adaptieren konnte. Nun stand in der Prime League. Warte, wenn ich das Lineup sehe, also mit Zigenda, Zanzerer, Checkolad, Wulite und Trimby, da kann man auch in die Lage. Jetzt so in Hindsight kann man die mehr verkraften als damals. Damals im Spring Split weiß ich noch, dass ich auch sehr sauer war. Obsess auf Set hat komplett geswerft. Nicht gegen Rogue, aber gegen Schalke im Finale. Aber wenn ich das Lineup sehe, ist es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Aber ist trotzdem halt terrible in der Erinnerung. Weil damals Spring, wir hätten Spring gewinnen müssen. Spring EU Masters war actually pflichtig. Also nicht pflichtig, aber wir hätten gewinnen sollen. Aber einfach Mental Block, der war schlecht. Bei Blättern Rogue. Shiftete und Maus einfach nicht schnell genug adaptieren konnte. Nun stand in der Prime League allerdings das Grand Final an. Und hier führte Tolkien sein Team mit einer 4,9er KDA zum Sieg. Ein letztes Mal konnte er also den Pokal in die Höhe recken, also nur virtuell, wegen Corona musste ich das für ihn machen, aber es war der glorreich. Mit dem hässlichsten Mousebot-Trikot aller Zeiten. Look at this, es ist so disgusting. Like, die Hintergrundtrikots sind so cool und das ist also der arme Johnny, der das tragen musste. Like, Bruder. Es ist so disgusting. Tja, Abschluss. Alter. Aber das muss ich auch sagen, diese Series, der Final-Win gegen Schalke,
war eine der coolsten Series aller Zeiten für mich. Vor allem wegen der Tragweite auf mich persönlich, weil mir halt damals klar war, ich werde in Rente gehen und das war's. Es war ja quasi schon damals so, dass ich die Prime League des Öfteren gewonnen habe und es keinen richtigen Sinn mehr ergeben hat, einfach immer weiter die gleiche Liga zu spielen. Und deswegen habe ich die letzten Games so genossen mit den Boys. Ich habe auch noch alle, ich habe noch alle Dateien davon. Ich werde die auch diesen Erinnerungsfolder für mal behalten. Mit so allen 5 Games, unseren Voice-Comps und alles Mögliche, was wir da drin hatten. Als wir halt die Series gespielt haben, war unglaublich cool. Aber vor allem, wofür ich mich am meisten dran erinnern kann, ist, dass ich in der Begegnung in allen 5 Games halt, ich habe im ersten Game Lulu gespielt und so, ich habe Lulu Toplane gespielt und ich habe Leader und Jester Bessie nur supported. Dann Game 2 war so 1v9 mit Vladimir. So 10 Kills Vladimir, Game 3 haben wir mit Renekton verloren, Game 4 mit Urgot und Game 5 war Sion. Aus so einem Grund hat Ego Tolkien scheinbar die Wins gescreenshottet und die Defeats nicht gescreenshottet. Danke, Ego Tolkien. What the fuck, Ego Tolkien? Vergangenheits-Tolkien? Was zum Fick? Auch mal die Defeats mit screenshotten, was soll das? Ja, wir haben nur die Wins gescreenshottet, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das eine richtig coole Series, weil es auch für meine Karriere ein tolles Ende war. So 5 verschiedene Playstyles, 5 verschiedene Champions, war halt sehr cool, fand ich. Ich fand das sehr cool für die Art Spieler, die ich immer sein wollte. Und auch die Art Spieler, die ich war. Halt so Giga, E-Girl, Toplane, basically. Dann so wirklich 1v9-Carry. Dann 2 Bruiser mit Renekton, Urgot, aber schon. Also ein Bruiser, ein Juggernaut quasi. Und dann ein Full-Tank. War schon sehr, sehr cool. Mir hat auch damals halt die Vielfalt auf Toplane sehr viel mehr Spaß gemacht, als vielleicht heutzutage. Und das war eine tolle Zeit. Und auch ein sehr schönes Ende meiner Karriere 2020. Auf diesem Peak in Rente zu gehen mit so CEO der Playoffs und allem, war schon ein ganz cooler Call. Und da muss ich auch Johnny für danken, denn Johnny war immer die Person, die gesagt hat, basically, ich soll endlich bitte in Rente gehen und Co-Caster werden und streamen und so weiter. Und ich glaube auch, generell war das der richtige Call zu dem Jahr, damaligen Jahr. Obsess ignoriert, was hat Obsess geschrieben? Hast du die Voice-Comps mit dem Midlane-Play, du bist wo mein Candy Fehler. Reinschreit? Gänsehaut und Fanboy 9000. Alter, lieber Bro. Schade für dich, aber Traum für mich. Obsess, wenn du mir sagst, welches Game, welche Minute kann ich... Also ich hab die Voice-Comps. Wenn du die Voice-Comps willst, ich kann die safe rausfinden. Wenn du weißt, welcher Play, ich habe auch noch EU Masters alles... Ich habe alles gescreent, ich habe alles gerettet. Ich kann mich an alles erinnern. Ich habe auch noch alle Screenshots und alle Games und alles Mögliche. Ich werde die Erinnerungen, also... Das war halt wirklich so, wenn Menschen das gleiche Feuer, die gleiche Passion für ein so ein Thema teilen und dafür um die Welt reisen, bla bla bla, und Schweden, Norwegen, was auch immer, woher unsere Teammates alle kamen, Shanghai und Shadow, wo der auch immer herkam. Ich habe alles, mein Freund. Wenn du was haben willst, ich kann es dir zusenden. Sag mir was, ich hab's gerettet. Und scheinbar auch Game of Thrones, super, Season 1. Ah, hab ich auch. Warum auch immer. Ja, super, dass es hier in dem Ordner mit drin ist. Klasse. Warte. Du, wenn du willst, gerne, also, klasse, bang, heraus, Obsess. Ich bin ready, mein Freund. Fick mal, Bro, wenn Obsess sagt, welche Minute das war und welches Game, ich kann safe raussuchen. Das ist nicht das Problem. Den machen, aber es war der glorreiche Abschluss. Denn nachdem er in Deutschland alles gewonnen hatte, was man gewinnen konnte, und er die LEC-Tryouts für Astralis gegen White Knight verloren hatte, entschied er sich, die Maus an den Nagel zu hängen. Er selbst bezeichnete sich als Hardstuck in der deutschen Liga und beendete so seine Karriere, ohne jemals in der LEC gespielt zu haben. Und hier bleibt natürlich die Frage, warum? Warum hat Tolkien nie in der LEC gespielt, obwohl er national ja so unfassbar dominant war? Lange Zeit hat man gesagt, wenn du in Deutschland die Liga gewinnen willst, dann geh bitte in das Team von Tolkien. Vom Skill-Level her war Tolkien definitiv einer der besten 10 Toplaner in Europa. Bei der Entscheidung, wen man ins Lineup nimmt, spielen allerdings auch andere Kriterien eine Rolle. Teilweise können die wirklich unsinnig sein. So zeigt Kaiser zum Beispiel auf, dass er glaubt, dass ausgerechnet Tolkiens Erfahrung ihm im Weg stand. Skill-wise war er natürlich immer von einem IRL-Level, war er immer sehr gut. Aber ich glaube, um in die LEC zu kommen, musst du entweder sehr jung sein. Und ich glaube, Tolkien war halt schon sehr lange in der Szene. Und ich glaube, viele Manager, die scheuen dann eher weg. Und die glauben dann wahrscheinlich irgendwie, Tolkien, von dem haben wir schon genug gesehen. Sag ich mal, der verbessert sich nicht mehr oder so. Aber das ist natürlich Unsinn. Aber so viele Manager denken halt so. Tolkien selbst sagt... Ist das aber wirklich Unsinn? Weil ich glaube, wenn du halt wirklich ein Spiel hast, der fucking Rekordmeister ist ja ein Schandtitel in dem Kontext, weil du halt seit Jahren nicht aufgestiegen bist, hast seit Jahren die gleiche Liga gewonnen, du siehst ja schon, das Potenzial des Spielers hat ein gewisses Zenit und das hat er diverse Male gezeigt. Also ich finde die Worte von Kaiser mega nett,
aber ich kann auch einige der Coaches nachvollziehen, die es anders sagen. Was ich mega lustig fand, ist, dass unser lieber Kaiser hier gerade gefilmt hat mit so einer richtig 3-FPS-Kamera von unten, wie so der Onkel auf Facebook, basically. Voll lustig. Aber anyway, ich war vor allem salty wegen White Knight, weil ich fand, White und ich waren im sehr ähnlichen Punkt, weil wir halt auch immer die größten Konkurrenten zueinander waren. Und White und ich waren beide halt seit Ewigkeit in der Szene und haben unser Level eigentlich gezeigt. Und dass dann sich für White Knight entschieden wurde bei Astralis nach den Tryouts, war halt, I don't know, Bruder, I don't know. Aber sonst kann ich schon Manager verstehen. Aber Kaiser sagt natürlich auch, damit hat er auch nicht unrecht. Das hat mir damals auch alle Teammates gesagt, als ich entschieden habe, in Rente zu gehen. Also Obsess, Candy und Leader, Promise Q, Jessler und Co. Dass ich eigentlich jedes Jahr besser geworden bin. Also warum nicht unter neuen Umständen, mit neuem Environment, neuen Teammates, neuen Coaching-Staff, der dir auch andere Perspektiven zeigen kann, sich weiterentwickeln. Vielleicht, ja, aber ich hatte damals nicht die Chance, LEC zu joinen. Weiter hat den Slot bekommen. Und ich hätte nach Frankreich gehen können, was ein Upgrade war zur deutschen Liga, aber ist halt auch nur eine IRL. Ist jetzt auch nicht insane. Aber das ist natürlich Unsinn, aber so viele Manager denken halt so. Tolkien selbst sagte in einem Interview mit der deutschen Presseagentur, dass er zu wenig Networking betrieben hat. Und auch Obsess bestärkte diesen Punkt nochmal im Interview mit mir. Er meinte, ja, ich war da bisher tatsächlich sehr schlecht im Networking. Und ich glaube, das war so der größte Flaw, den er einfach hatte als Spieler, dass er einfach schlecht im Networking war, weil Networking quasi das A und O sind. Um es wirklich weit zu schaffen, ne? Das in einer solchen Szene. Network. So disgusting, man! Ich meine, Obsess ist auch das genaue Gegenteil von mir. So, Obsess ist Networking King, was es angeht. Der kennt jeden und redet mit jedem. Weil ich konnte das einfach nie. Der Grund, warum ich ja nie LEC gespielt habe, auf vielerlei Hinsicht, ist ja, weil dieser Dude, Whiteland hat mit Unicorns of Love ja bereits EULCS gespielt. Und dann hat er LEC gespielt bei Astralis, weil der Manager-Dude ihn kannte von Unicorns-Tagen. Und er wurde Vierter, Siebter und Siebter. Ich war Zweiter, Erster, Erster und ich habe ihn auch 1v1 gestompt in 2020. Nicht 2019, 2020. Dann kriegt er den. Also ja, ich hätte einfach. Halt, ich hätte einfach mehr Spieler besser erkennen müssen und auch die Coaching-Staff und so. Diese berühmte Shisha-Bar in Berlin, wo immer alle hingegangen sind, hätte ich auch hingehen müssen und so. I don't know. Ich habe halt genetworked mit anderen Leuten oder generell halt mit Leuten. Ach, es war einfach bad. Das war einfach bad. Aber. Im Endeffekt, das muss man immer wieder an der Stelle erwähnen, weil ich bin immer noch salty über die Situation von 2020, was es anging. Aber Astralis hat sich ja dann für White Knight entschieden. Und sie hatten auch nicht Unrecht. White Knight hat sehr gesmurft auf die Sinn und auch sehr gut gespielt mit Cannon. Astralis ist ja dann trotzdem irgendwie 8., 9., 10. oder was es war geworden. Ich wäre auch 8., 9., 10. geworden. Ich war nie ein Talent, was LEC hätte gut performen können. Ich war vielleicht mal für eine Weile Top 10 in Europa, wie Johnny gesagt hat. Johnny hat es jetzt definitiv formuliert. Ich glaube, ich war für eine Weile Top 10 in Europa, aber ich war nie... Ich war nie ein Talent, das jetzt wirklich relevant gewesen wäre für viele Jahre. Ich wäre LEC gewesen für ein, zwei Splits und dann auch wieder rausgedroppt. So ein bisschen so in die Richtung von auch einem White Knight, der den gleichen Werdegang hingelegt hat. Ich bin froh, dass wir dich als Streamer hören. Und auch so ein bisschen so Genax-mäßig oder generell viele von den Top-Ländern der europäischen Szene ja auch, die immer mal wieder so rein und rauskommen und auch wieder peaken können. Genax hat hoffentlich auch noch einen Peak bald wieder, hoffentlich White Knight auch. Aber ich war jetzt nie ein zähnes Talent. Aber dass ich da nicht LEC gespielt habe, nach 2020, da war ich schon immer noch sorte drüber. Dermaßen wichtig ist, muss man natürlich kritisieren. Rückblickend war es allerdings das Beste, was der deutschen Szene passieren konnte, dass Tolkien hier seine Karriere beendete. Denn eine andere nahm dadurch erst so richtig Fahrt auf. Denn zwei Monate später schloss sich Tolkien sehr zu meiner Freude Summoners Inn und damit auch dem Broadcast-Team der Prime League an. Durch seine enorme Expertise, seine sympathische Art und seine Kollegah-ähnlichen Trip-Hit-Times in der Analyse wurde er in kürzester Zeit zum Publikumsliebling und castete alle großen Events. Als Spieler jointe er den Streamer-Team NNO und hier war die Erwartungshaltung von No Way durchaus groß. Wir sind mit der Haltung reingegangen, dass wir eigentlich einen der besten deutschen Top-Laner hatten. Er ist ja, sagen wir mal, immer auf dem höchsten deutschen Level gewesen, aber hat nie den Sprung geschafft und ist dann ja sehr früh Dire. Diese Erwartung konnte er allerdings vollends erfüllen und stieg 2021 mit NNO in die zweithöchste deutsche Liga auf. Durch sein Engagement dort, seinen unglaublichen Ehrgeiz und gelungenen Formaten wie das Maxim-Coaching konnte er gleichzeitig zum zweitgrößten League of Legends-Streamer in Deutschland werden. Durch seine Ich schulde Maxim und Johnny so viel, es ist insane. So Johnny wollte mich seit 3 Jahren als Cast haben und ich habe es einfach viel zu spät gemacht für die Karriere selbst, weil E-Sports nie wirklich langfristig relevant. Aber Stream und so und dann Maxim, der mich durchgeboostet hat, seine Großmutter auf YouTube. Mit den Coaching-Sachen. Also wirklich, wirklich krass. Ich bin den beiden extrem dankbar. Wirklich, da habe ich richtig reingelackt, sowohl mit dem Timing der Pandemie, was ja auch für Streamer und Co. Luck war, dass es so gekommen ist, dass Leute Zeit hatten und zu Hause waren, basically. Ist ja für Zuschauer ein Mehrwert. Und was Maxim und Johnny mir ermöglicht haben, beziehungsweise
den Weg, den sie mir ermöglicht, nicht komplett ermöglicht haben. Ich habe auch viel dafür selbst gemacht, aber sie haben halt heftig unter die Arme gegriffen. Schöne kleine Rauberleute über die Wand drüber. Aber wirklich, Maxime und Johnny ist insane. Schuld ich den beiden ziemlich, wirklich viel. Angende Mentalität in der Solo-Queue, seinen krassen Gandalf-Dance-Moves und seit neuestem seine tagelangen Win-Challenges konnte er sich eine große Community aufbauen. Die nötige Detail... Ja, ich muss sagen, der Move mit der Pfeife ist schon ein Macher-Move, oder? Der Move durch mit der sein Pfeife Engagement Tech? Dort, seinen unglaublichen Ehrgeiz und gelungenen Formaten wie das Maxime-Coaching konnte er gleichzeitig zum zweitgrößten League-Legend-Streamer in Deutschland werden. Durch seine überragende Mentalität in der Solo-Queue, seinen krassen Gandalf-Dance-Moves und seit neuestem seine tagelangen Win-Challenges konnte er sich eine große Community aufbauen. Die nötige Detailverliebtheit zeigte er dabei übrigens schon Jahre früher. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als er in Atok angefangen hat zu streamen, saß er dann danach über seinem Streamboard und hat sein Streamboard angeschaut und sich dann angeschaut, was er besser machen könnte im Stream. Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, das kenne ich so jetzt noch nicht, aber hat bei ihm dann gut funktioniert. Ich denke, er ist jetzt ein recht erfolgreicher Streamer. Durch seine ehrliche Begeisterung für den E-Sport durfte er auch große Ligen wie die LCK und die LPL Co-Stream und im Jahr 2023 sogar das MSI-Turnier. Und ganz nebenbei sorgt er mit NNO im Jahre 2022 für eins der größten deutschen E-Sport-Märchen. Denn in der zweiten Liga traf NNO auf Fußballgiganten wie Eintracht Frankfurt und auch Hertha BSC. Und zu Beginn sah es auch so aus, als würde NNO da wirklich um den Aufstieg mitspielen. In der ersten Saison konnte man Zweiter werden, unterlag in den Playoffs gegen Hertha allerdings im Finale mit 0:3. Im Summersplit haperte es allerdings bei NNO. Nach dem 7. Spieltag... Die legendäre Porzellan-Series-Chat? 3-1? 3-2 gegen Hertha, wo alle bei NNO Durchfall hatten? Wisst ihr noch? So, wo alle krank waren die ganze Zeit, weil alle krank waren, dann haben wir 3-2 gewonnen und dann 3-0 im Finale. Das legendäre Porzellan. Ja, wichtige Series, darf man nicht unterschlagen, muss in Erinnerung bleiben. Das war eine verrückte Series. Alle mit 0:3. Im Summersplit haperte es allerdings bei NNO. Nach dem 7. Spieltag lag man nur noch auf einem geteilten 6. Platz und nur die ersten 6 ziehen in die Playoffs ein. Erst in der letzten Spieltagwoche konnte man mit 2 Wins auf dem letzten Drücker noch die Playoffs erreichen. Gerade sein Nah wurde dabei immer wieder zum Problemlöser. Er spielte ihn unfassbare 26 Mal von 70 Games im Jahr 2022. 50% Winrate? Ich war ja terrible! Weil er damit die Lane stompte und dann Split pushen konnte und Teamfighten. Das Ganze ging so weit, dass NNO teilweise auf der Blue Side Nage first picked hat. Ein krasseres Statement über die Qualität von Tolkien kann man gar nicht abgeben. Trotzdem schien der Weg in die Fürste für NNO jetzt fast unmöglich. Da sie im Lower Bracket starteten, mussten sie etliche Best of Fives hintereinander gewinnen, um sich überhaupt für das Promotion-Turnier, also das Turnier, wo es um den Aufstieg in die Div 1 geht, zu qualifizieren. Aber was dann geschah, ist deutsche E-Sports Geschichte. Dank etlicher Backdoors gewann man 3:1 gegen Kit, 3:2 gegen Sprout und dann auch 3:2 gegen Eintracht Frankfurt. Im Finale traf man dann wieder auf Hertha BSC und dieses Best of Five sollte über die volle Distanz gehen. Im Draft zu Game 5 zeigte sich dann mal wieder, dass Tolkien wirklich überhaupt keine Nerven besitzt. Wir fragen Tolkien, was kann man denn da reinspielen? Was ist denn geil dagegen? Und auf einmal sagt er, ich google mal. Und dann sagt Arguin, ja, also hier steht, Yorick ist gut into Olaf. Spiel mal Yorick. Und Tolkien so, na, vielleicht lieber Fiora, die hat auch 52% Winrate. Und mein Mind exploded. Durch den Fiora. So diese Entwicklung so. 2017, ich laufe mit dem Coachbuch hinter allen rum. 2023, ich google mal, Bruder. Alter, ist das verrückt. Fiora-Pick dank Google zog NNO also in das Promotion-Turnier ein und bekam hier in der ersten Runde auch einen Death-Win zugesprochen, weil Penta disqualifiziert wurde. Im Upper Bracket scheiterte man dann allerdings mit 3:1 gegen Wave und so kam es im Lower Bracket Final noch einmal zum alles entscheidenden Best of Five um den Aufstieg gegen niemand anderen als Hertha BSC. Hier lief es für NNO allerdings überhaupt nicht gut. Man lag früh mit 0:2 hinten und auch in der dritten Partie lief es alles andere als rund. Aber dann kam es zu diesem genialen Moment. Hier kommt die Jinx-Ultimate, sie trifft sehr gut. Die Leute sind extrem low, aber wer kommt in Range? Tolkien überlegt jetzt, ob er da wirklich drüber flashen soll. Die Antwort ist absolut nein. Please no. Okay, never mind. Du bist eine geile Sau. Ja. Der nimmt den Double. Und deswegen ist der deutsche Rekordmeister nicht irgendein random Shitcaster. Flamer wird jetzt auch noch auseinandergebracht. Komm ran, du wunderschön gemacht hier. Und das ist der Turn. Wieder ein unfassbarer Klatschmoment von Tolkien. NNO treten die Partie und nicht nur das, nein, sie treten das komplette Best of Five, gewannen per Reverse Sweep und stiegen so in die First Div auf.
Und dieser Aufstieg war wirklich nach allem, was passiert ist, einfach so absurd, dass ich diesen Moment gerne nochmal mit euch erleben möchte. Sie schaffen es! Reverse Sweep gegen Hertha! NNO steigt in den First Evolve! Ich kann's nicht glauben! Was für ein Skript! Wow. Keiner auf der Welt kann das sagen! Ist ein Anime in zwei Jahren! Das ist der krasseste Moment, die krasseste Storyline, die Deutschland im E-Sport jemals gesehen hat. Auf den Aufstieg folgte dann eine ganz lange Diskussion mit Riot darüber, ob und wie das Streamer-Team aufsteigen kann und trotzdem streamen darf und dabei nicht genug eingeschränkt wird. Am Ende einigte man sich darauf, dass NNO eine Orga gründet, von wegen No Need Orga, und ein Line-Up stellen würde, wo sie selbst nicht drin spielen. Sie entschieden sich dazu, fast das komplette Line-Up von... Ach so geil, wie Johnny bei den Clips gerade nicht das Reacten-Play gezeigt hat, weil das, wenn er es auf YouTube zeigt, wird demonetized, ne? Wenn ihr euch erinnert, Chat... An dieser Zone beim Nash, Brück und ich dann, ne, mit dem auf der Couch und so, ihr erinnert euch. Ihr werdet euch erinnern. Hertha BSC zu übernehmen, also genau jene Spieler, denen sie selber noch als Spieler den Aufstieg in die erste Liga verwehrt hat. Der Erfolg von NNO in der First Div, der lässt ehrlicherweise noch zu wünschen übrig. Das tut allerdings der Popularität dieser Org keinen Abbruch. Und da stehen wir nun, im Jahr 2023 und blicken auf diese absolut krasse Karriere von Tolkien zurück. Er hat diese Szene geprägt wie kaum ein zweiter. Er ist in jedem Jahr, wo er in Deutschland war, mindestens einmal deutscher Meister geworden. Er selbst hat mir einmal gesagt, dass er nicht glaubt, dass er das meiste Talent hatte, aber eben zu jenen gehört, die am meisten trainiert haben. Und nach den ganzen Interviews mit seinen Ex-Kollegen kann ich genau das absolut bestätigen. Aber nicht nur das, nein. Ganz besonders beeindruckt hat mich, wie positiv jeder Einzelne über ihn gesprochen hat. Und deshalb möchte ich genau diese jetzt noch einmal zu Wort kommen lassen. Ich muss sagen, ja, er ist einfach sehr offenherzig, ist einfach so ein, einfach ein guter Mensch. Also ist sehr schwer zu beschreiben, aber... Ja, also ich glaube, er ist ein schlauer Kerl und sehr erwachsen, wie ich schon mal gesagt habe. Und ich glaube, solche Eigenschaften sind eigentlich perfekt für einen Toplaner. Er hat immer war bereit, das zu spielen, was das Team braucht. Sich einzugliedern, also je nachdem, welche, ob er Frontline, Tank, ob er ein Carry spielen musste. Er hat sich das immer sehr schnell hart erarbeitet. Also er hat eine sehr gute Work-Ethik gehabt. And yeah, seeing him perform so well in Prime League was really nice to see, because like I said, he was one of my favorite teammates and I still consider him a friend to this day. Ich persönlich werde Tolkien als Spieler in Erinnerung behalten, der eben beides konnte, Tanks spielen und Carries, und der immer genau dann aufgeblüht ist, wenn sein Team es am meisten brauchte. Als Mensch wird Tolkien in Erinnerung bleiben als jemand, der alles gegeben hat, sich immer in Dienste des Teams gestellt hat und der immer für seine Teammates da war. Das Schöne dabei ist, dass er der deutschen Szene erhalten blieb, eben weil er es nicht in die LEC geschafft hat, auch wenn er das absolut verdient hätte. Das, meine Damen und Herren, war sie, die Karriere von Tolkien, des objektiv besseren Toplaners. Wenn ihr dieses Video als Reaction auf Twitch oder YouTube gesehen habt, dann freue ich mich sehr und hoffe, dass ihr kurz auf das Originalvideo klickt, um uns einen Like, Abo oder Kommentar dazulassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wird euch zu 100% auch das Wie gut war eigentlich Björksen Video gefallen. Oder ihr wollt vielleicht mehr über den NA-Spielerstreik erfahren und wie schlecht es den NA-Organisationen finanziell geht. Ein ganz besonderer Dank gebührt natürlich nochmal Tolkien. Für diese grandiose Karriere, allerdings auch dafür, dass er uns so unglaublich viele Bilder zur Verfügung gestellt hat. Ebenfalls möchte ich mich bei seinen ehemaligen Teammitgliedern bedanken, die sich die Zeit genommen haben, mit mir in ein Interview zu gehen. Ihr findet die Links zu denen natürlich in der Beschreibung. Wir arbeiten bereits am nächsten... Chat! Das war jetzt nochmal so... Bisschen auch gerade mit Joe und den ganzen Anfängen der Karriere nochmal richtig, also vor allem für mich, I guess, Gänsehaut. Unglaublich nette Worte von sehr vielen Leuten. Das ist toll, wenn man Leuten, die einem begegnet sind, sich noch gut an dich erinnern und die Zeit schön war gemeinsam. Bitte, bitte, bitte geht jetzt rein in dieses Video und lasst Johnny ein Like da und klickt dieses Video an. So, manche Leute sind einfach nur so Streamer, die stehen auf und machen nichts und spielen dann einfach League of Legends, so wie ich, für 50 Jahre. Und Johnny hat sich da so richtig viel Mühe gegeben, so Leute von vor 10 Jahren ausgekramt. Bildmaterial ist mir teilweise peinlich, ist aber ist halt lustig und die ganzen Zusammenhänge und alles Mögliche, das ist unglaublich, das für mich so, also das ist so ein insaner Mehrwert. Und auch vielen, vielen Dank an Joe, Frenic, Lurox, Nonny, Kaiser, Obsess und No Way für die Interviews, die sie gegeben haben, die Zeit, die sie sich genommen haben. Das ist wirklich, wirklich insane. Bitte, Leute, rein bei Johnny, ein Like da lassen, sage ich. Ein Like da lassen, gerne reinklicken. Das kann ich nicht meiner fucking Mutter senden, dieses Video. Oder meiner Großtante, und die können verstehen, was passiert. Die verstehen auch, dass hier zwischen Premier 2 in Wien und 2020 meine Zähne gebleicht wurden. What the fuck? Was wurde denn da bearbeitet? Ich war beim Zahnarzt, oder was? Junge, hier die gelbesten Beißer des Jahrtausends und hier einfach strahlend. Das wird jetzt direkt runtergeladen. Ab damit in den Erinnerungsordner. Reis mit am Start, viel, viel Spaß bei Soda. Bis morgen, Leute. Dankeschön.